Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute fangen wir an mit den Patterns der, jetzt wird es langsam kompliziert, Achtung, den Patterns der Domain Logic. Ja? Das heißt, es geht um die Domain Logik an sich, hatten wir ja schon in den letzten paar Videos. Allerdings machen wir jetzt ab sofort die Data Access Patterns. Und das bedeutet die Patterns, die im Endeffekt für den Datenzugriff verantwortlich sind, sprich, die irgendwie auf die Datenbank zugreifen oder eben den Inhalt der Datenbank sozusagen repräsentieren. Wow. Okay. Was das erste Pattern ist, das wird euch höchstwahrscheinlich irgendwie bekannt vorkommen, und zwar das sogenannte Record Set, auch in Java zum Beispiel Result Set genannt, also als Klasse sozusagen. Und das Ding sieht im Endeffekt genauso aus, wie sich eine SQL-Datenbank anfühlt. Es hat im Endeffekt hier, wenn ich jetzt meine Maus bekomme, bitte. So, wir haben hier ein Record-Set, das ist im Endeffekt das, was rumgetragen wird. Das ist eine Klasse, sozusagen eine Container-Klasse, und die enthält mehrere oder x beliebig viele Tabellen. Das heißt, hier Stern, es kann natürlich auch keine Tabelle drin sein, ist dann aber ein bisschen sinnfrei. Im Normalfall eine Tabelle, aber es kann natürlich auch mal vorkommen, dass hier mehrere Tabellen drin vorkommen, je nachdem, was für ein Record-Set ihr benutzt. So, und eine Tabelle enthält jetzt logischerweise mehrere Zeilen und mehrere Spalten. Und Zeile und Spalte enthalten dann jeweils natürlich den Inhalt. In unserem Fall hier eine etwas groß geratene Tabelle von Vorname, Nachname und ID. Und darin logischerweise irgendwelche Daten. Okay, die Daten sind natürlich vollkommen random gewählt. Alle sonstigen Zufälle schließe ich natürlich nicht aus. So, jetzt gibt es allerdings einige Dinge zu beachten, wenn man so ein Teil in der Hand hat. Und zwar, das Ding sieht zwar aus wie das Ergebnis einer SQL-Anfrage, allerdings kann das Ding erstens mal von jedem manipuliert werden. Es kann einfach auch generiert werden, das ist ja auch sogar Sinn der Sache. Das heißt, man kann auch mit einem Record-Set einfach eine neue oder diese SQL-Tabelle, die man wirklich abgespeichert hat in SQL, einfach überschreiben. Weil diese Record-Sets sind halt deutlich, deutlich schneller, als wenn man jedes Mal in SQL irgendwas updatet bzw. irgendwas anfragt und jedes Mal sozusagen was anfragt. Das heißt, man hält sich sozusagen dieses Record-Set als In-Memory, also im Speicher liegende Abbildung dieser SQL-Tabelle, und kann darauf dann irgendwelche Updates durchführen, weil das geht natürlich schneller. Wenn das Ding im RAM-Speicher liegt, dann ist es deutlich schneller, wie wenn es irgendwie erstmal noch gelesen werden muss. Und das heißt, man updatet darauf, man liest darauf, aber es kann natürlich auch von anderen jederzeit gesehen werden, geändert werden und so weiter und so fort. Deswegen muss man dafür die nötige Datenkapselung sorgen, dass nicht einfach auch vorsichtig ein User darf niemals so ein Record-Set in die Hand bekommen, denn ansonsten kann der da richtig böse Sachen mitmachen. Also immer schön schützen. Okay, wie gesagt, es ist deutlich schneller und es kann natürlich auch einfach dann wieder eingespielt werden, also zum Beispiel als sozusagen Backup oder einfach als Write-Back, dass man einfach so ein Record-Set wieder in die Datenbank einschreibt, und dann hat man eine aktuelle Version von den Daten, die dort eben rumliegen, in der Datenbank rumfahren. Sowas, also so ein Write-Back, passiert normalerweise periodisch, das heißt zum Beispiel alle 5 Minuten oder sowas. Ich glaube, bei YouTube müssten es so, wenn ich es grob richtig einschätzen kann, so ungefähr jede Minute oder sowas sein. Wahrscheinlich aber ein bisschen häufiger. Kann mir nicht vorstellen, dass die so lange da immer warten, weil es braucht dann eben seine Zeit, bis es über die verschiedenen Server eben rübergegangen ist. Also sozusagen, wenn ich es auf einem Server Write-Back mache, dann braucht das eine Weile, bis ich das auf allen anderen Servern eben auch promoted habe, dass die dieselbe Datenbank sozusagen haben und dann eben ihre Record-Sets auch wieder aktualisiert haben. Es gibt auch in jeweiligen Programmiersprachen Vereinfachung für eben dieses Record-Set oder Result-Set, wie es zum Beispiel in Java genannt wird. In C-Sharp gibt es auch so ein Dingens und in Python gibt es auch sowas in der Richtung. Also da werdet ihr wahrscheinlich fündig werden. Eigentlich alles, was mit Datenbanken arbeitet, hat so ein Record-Set bei sich drin. Weil es eben die einfachste und schnellste Variante ist, um irgendwie SQL-Daten zu speichern. Ich meine, im Endeffekt ist es eine SQL-Abfrage, einfach nur die Ergebnisse davon. Ja. So, das war die erste Lösung, wie man irgendwie mit Daten umgehen kann. Nächstes Mal gibt es eine etwas komplexere Lösung und dann wird es immer wieder komplexer werden. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Falls nicht, dann lasst mir bitte Feedback da oder sowas. Falls ja, lasst den Daumen da. Falls nein, dann könnt ihr natürlich auch den Daumen da lassen. Aber immer dazu schreiben, was euch nicht gefallen hat, sonst kann ich wenig damit anfangen. Okay, dann danke ich euch nochmal für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.